Guten Tag, Herr von Kirchbach. Wir sind hier auf dem Platz der Alten Synagoge. Im Hintergrund ist der Gedenkbrunnen zu sehen. Dieser wird bei steigenden Temperaturen immer wieder zum Abkühlen genutzt. Das ist jedoch nicht erlaubt. Wieso ist das Baden im Gedenkbrunnen nicht erlaubt? Wir hatten das von Anfang an als Erinnerungsbrunnen geplant an die zerstörte jüdische Synagoge, die bei der Reichspogromnacht 1938 zerstört wurde. Dieser Brunnen sollte die alte Synagoge symbolisieren, den Grundriss. Man muss wissen, die Synagoge wurde 1938 niedergebrannt in der Reichspogromnacht. Damals wurde dann ein Jahr später der jüdischen Gemeinde das Grundstück weggenommen von den Nazis. Später hat man 1948 gesagt, in einem vor der Restitutionskammer, dass dieser Bereich nicht profanisiert werden darf, das heißt nicht verweltlicht werden darf. Was unternimmt die Stadt konkret, damit die Menschen verstehen, dass es sich um einen Ort des Erinnerns an die von Nazis zerstörte Synagoge handelt? Wir wollen bestimmte Verhaltensregeln ganz deutlich sichtbar anbringen, also mit der Bitte, sich dementsprechend zu verhalten. Das wird mit Symbolen dargestellt, dass es für jeden erkennbar ist. Zum Zweiten wollen wir auch die alte Synagoge in einem Modell nachbauen, dass es für jeden dann auch gleich auf den ersten Blick, wenn er auf den Platz kommt, dass er da sieht, aha, da war mal was, da war mal eine Synagoge, das ist ein Ort der Erinnerung. Wir wollen den Charakter des Platzes nicht ändern, der Charakter soll erhalten bleiben, aber bestimmte Verhaltensregeln müssen einfach gewährleistet sein. Für die Kinder bedeutet es, A, sind die Wasserfontänen nach wie vor vorhanden vorne, die ja auch sich einer großen Beliebtheit erfreuen, und zudem werden wir jetzt im 200 Meter entfernten Columbia Park eine neue Wasserspielstelle errichten, sodass man einfach, wenn man eine Wasserfontäne genug hat oder wenn man sich da genug gelabt hat, kann man dann nur 200 Meter weiter in Columbia Park gehen, sodass eigentlich mehr Wasserflächen entstehen als vorher. Was sind nun die nächsten Schritte? Ja, die nächsten Schritte ist, dass diese Piktogramme in den nächsten 4 Wochen aufgestellt werden, also bis zur Sommerpause. Danach wird das Modell erarbeitet, da wird man auch nochmal in den Gemeinderat gehen. Das wird auch noch die Frage sein, wie noch ein umrandetes Band, eine Art Zonierung, welche Inschrift da reinkommt. Und dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr dann umgesetzt werden, sodass dann dieses Haptische, dieses Visuelle, was dann auch für jeden erkennbar, dann eine alte Synagoge darstellt, die mal zerstört wurde, dass das wahrscheinlich nächstes Jahr realisiert wird. Aber jetzt, bevor es in die heiße Phase des Sommers geht, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Piktogramme, dass jeder und jede auch sieht, aha, so und so sollte ich mich hier verhalten, und alles andere ist einfach eine Grenzüberschreitung.